Hi ho, meine lieben Zwergenfreunde, zur neuen Staffel von Dwarf Fortress. Die Steam-Version dieses Mal. Also ich hoffe, ihr habt euch diese drei Einstiegsfolgen, die ich am Anfang der Playlist jetzt hingehängt habe, euch angeguckt, wo ich jetzt einfach mal die Steam-Version ausprobiert habe, das Tutorial gemacht habe. Aber ich habe gedacht, wir fangen wirklich komplett mit einem neuen Start an, so wie wir es immer tun. Ich hoffe auch bis zum nächsten Mal, dass sich Leute melden, wenn sie Zwerge nach sich benannt haben möchten. Ja. Gut. Also, wie gesagt, diesen Test hier mit dem Tutorial, den machen wir nicht weiter, weil ich habe da nur ein bisschen rumprobiert, zusammen mit euch geguckt. So als Aperitif, sage ich mal. Jetzt wollen wir richtig anfangen. Deswegen habe ich wohl scheinbar keine andere Wahl, als den Stand zu deleten. Ich hätte ihn wahrscheinlich in einer neuen... Ah, hier kann ich, oder? Ja, ich möchte das deleten. Ups. Okay, jetzt muss ich doch eine neue Welt erstellen. Aber das ist ja auch kein Problem. Geht zum Glück in der Steam-Version relativ schnell, eine neue Welt zu erstellen. Beast Low, Natural Savagery Low, Spars, so wie wir es immer haben. Gut, Create World. Also ich mache es wieder von null auf mal, dieses Mal mit euch. Ja, ein paar Goblins und so weiter. Die 100 Jahre sind gleich rum. So. Also ja, es gibt Untamed Wilds und Wilderness. Und da gibt es natürlich noch Korm-Gebiete. Ja, wir gucken. Keep World and Return to Main Menu. Machen wir das mal. So, start new game in existing world. Ja, hier wollen wir starten. Wir hätten aber wahrscheinlich gleich Play Now drücken sollen, weil jetzt wird das, was wir gerade weggespeichert haben, neu geladen. Ist aber ja halb so wild. So, Fortress natürlich. Ja, Quick Start and Short Tutorial. Skip. If this is your first time playing, please heed the embark warnings about aquifers, saltwater and other hazards. Some locations are challenging even for experienced players, and it will be a very short game indeed if you don't know how to deal with them. After you embark, help is available by pressing the help button in the top right corner, including all of the tutorials. Ja. Also, mittlere Maustaste kann ich benutzen.
Ich kann Fight the Bug Location nehmen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also alles, was mir jetzt grün angezeigt wird. Show Elevation, Show Cliff Grade. Ja. Okay. Hier ist Wilderness und hier ist Calm. Flagstone Layer, Silver Copperlet, Flagstone. Keine Bäume, es ist warm hier. Hier oben sind jede Menge Flagstone Layers. Keine Bäume. Ah. Hier ist es warm. Hier ist es temperate. Also hier unten ist es warm und heiß und hier oben ist es kalt. Und da ist die Insel. Gold und Zinn. Hm. Ja, aber auf die Insel will ich nicht unbedingt. Hier ist jede Menge Flagstone. Aber keine Bäume sind hier. Und ja, hier in der Gegend sind Gobbos. Human Castle. A Day's Travel West. Hier irgendwo müssen Goblins hausen. Shortwippen, Nieves Zeit hier. Ah, das hier ist Goblin-Gebiet. Ach, das sind alles Goblin-Pits, okay. Da vielleicht eher doch hier. Untamed Wilds will ich eigentlich vermeiden. Hier wäre eigentlich auch schön in der Gegend. Shallow Clay, Shallow Sand, Deep Soil. Gucken wir mal hier. Elfenforest. Also ja, hier irgendwo würde sich das sicherlich anbieten. Da ist ein Heavy Aquifer. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie das Ding richtig heißt. Show Elevation. Show Cliff Grades. Ja, ich hätte gerne... schon, dass wir ein bisschen Klippe haben.
Ich glaube, ich werde mich hier einnisten. Ja, recommended size. Right click to abort. Click on the map to embark. Aborten wir das mal und gehen noch mal hoch. Hier hätten wir sogar Silber und Kupfer. Gucken wir uns hier mal um. Hier sind in der Nähe ist ein Human Hamlet. Also ja, ich gehe mal davon aus, dass egal wo wir hier... Hier wäre Woodland sogar. Temporary Shrubland. Also ja, ich würde fast sagen, dass wir hier irgendwie embarken. Also, so dass wir den Fluss und noch ein bisschen Gebirge in unserem Einzugsbereich haben. Da sind wir zwar in der Wildernis, aber das ist grün, das heißt, es ist nicht so schlimm. Es ist warm, was jetzt nicht so wild ist. Wir haben Woodland auf jeden Fall, wir haben eine moderate Vegetation. Ja, ich würde sagen, wir embarken hier. You have selected the area with a light aquifer. Water might need to be pumped out or carried away. Ja, damit kommen wir irgendwie klar. Sollten wir. Enemies normal, Economy normal. Aber journey carefully. So, Items, Animals sind jetzt unterschiedlich. Gut. Kümmern wir uns erstmal um die Zwerge. Wir können sie uns angucken. Worin sie gut sind. Haben wir wenigstens schon eine allgemeine Übersicht. Gut mit Language und High Willpower. Values Fairness, Values Perseverance. Frantic. Disdain Skill, Disdain Commerce, Disdain Harmony. Er ist eigentlich fast schon gut als unser General. Also. Kann nichts tippen. Das finde ich interessant. Also gut. Mein General. Leisure Combat Adder. Das müssen wir mal gucken. Wo ist der Teacher? Tanner Trapper. Ist wahrscheinlich ein Combat drin, oder? Server. Also Shield User kriegt da einen Punkt. Armor User kriegt da auch einen Punkt.
Dodger sollte er einen Punkt kriegen. Zwei Punkte in Fighter. Und ich mag gerne Speerzwerge, also mit Speer und Schild. Das ist ein Speerdwarf. Und jetzt gucken wir, wo ist der Teacher abgeblieben? Student. Außer das heißt jetzt anders. Da, Teacher. Gut. Ich kann ihm aber keinen anderen Namen geben, also keine andere Bezeichnung geben. Keine Ahnung. Muss ich gucken, wenn wir drin sind. So, dann gucken wir mal. Gut, Focus, Tough, Kinetic Sense. Disdains, Eloquence, nee. Eigentlich wäre fast sie hier als Leader geeignet. Eher nicht so wirklich. High Stamina, Strong. Extravagant, Poor Social Awareness ist nicht so gut. Eher ist schon. Ah ja, also gut, mit Weak ist ja egal. Sie soll ja nicht kämpfen. Also, Skills. Für unseren Leader. Ist erstmal wichtig, dass er ein Leader ist. Ist das bei Crucial dabei? Eher nicht. Da sind so die Sachen. Also die Grundsachen wie Miner, Woodcutter und so. Labor wird auch nicht dabei sein. Denke ich mal. Combat natürlich nicht, Adder dann wahrscheinlich. Also gucken wir mal. Flatterer brauchen wir einen Punkt. Konversationalist brauchen wir einen Punkt. Record Keeper brauchen wir auch einen Punkt. Das müsste auch hier irgendwo sein. Ah, da ist Leader. Also zwei Punkte in Leader. Leader, Flatterer, Konversionalist haben wir. Record Keeper sollte einen Punkt haben und Organizer. Ah, jetzt ist er zum Administrator geworden. Das ist schon mal gut. Appraiser sollte er werden. Lügner, Negotiator und Pursuiter, genau, so. Kann ich aber hier nicht ändern erstmal. Gut. Dann brauche ich einen Koch. Er hier zum Beispiel ist Strong, also den hier sollten wir zu unserem Weaponsmith machen am besten. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, oder?
Nee, scheinbar nicht. Ist es hier? Nein. Also ja, das ist ein bisschen interessant, das alles zu finden, aber ich denke, der müsste hier sein. Beekeeper. Muss blind geworden sein. Ah, hier doch. Hier ist der Weaponsmith. 5 Punkte im Weaponsmith. Dann wahrscheinlich ist Blacksmith der Metalsmith. Da kriegt er 4 Punkte. Und einen Punkt als Miner. So. Und dann brauche ich noch jemanden, der einigermaßen strong ist. Ja, dann bist du gut geeignet. Du wirst unser Armorsmith. Kriegst auch einen Punkt in Miner und dann müssen wir mal gucken, wo der Metalcrafter sich versteckt hat. Stone Metalcrafter hier. So.